Moinsen. Moin Leute, die Revanche für das Finale aus der letzten Saison. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Dritter Spieltag. Liga-System Champions League. 3. Ja, so oder so ähnlich. Starten wir jetzt. Ja, ich mit dem gelben Kommando gegen das weiße Ballett. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, wie das wird, aber mal gucken, wie königlich ich das spielen kann. So geht Real Madrid also heute in dieses Spiel. Im Tor ist Thibaut Courtois. David Alaba spielt mit Dani Carvajal in der Abwehr. Jude Bellingham steht. Kannst du mal nicht ganz so schnell sein, bitte? Im Zentrum. Und vorne drin. Ja, eklig. Akide. So, dann schauen wir, wie es der BVB macht. Das ist gar keiner. Der Torwart. Gregor Junior hat keine Lust dahin zu haben. Niklas Süle spielt. Mit Nico Schlotterbeck in der Abwehr. Marcel Sabitzer steht mit Pascal Groß im Zentrum. Und im Angriff haben wir Serhou Guirassy. Valverde mit dem Fehlpass. Oh Gott, Digga. Groß, wie nimmst du denn den Ball an? Das ist eine dicke Chance. Und drin ist er. Also ich glaube, das wird schwierig. Also um das mal so zu sagen. Jetzt muss der BVB sich erstmal wieder reinfinden in dieses Spiel. Wie reagiert Dortmund auf diesen Rückstand? Und für Rodrigo. Sie suchen Vinicius. Oh, Alter, Süle, ey. So hoch der Ball gewinnt. Wo ist der Ball? Alter, ich hab's gar nicht geahnt. Ich dachte, ich hab den schon lange. Ist nicht. Kannst du nicht ein bisschen Gnade haben? Auch nicht. Achso, erst wenn es 7-0 steht. Gucken, wie gut kommt die Ecke. Immer noch gefährlich. Und hat das Auge für den freien Raum. Jo, das ist mal entschlossen geklärt. Karim Adeyemi. Das ist ein richtig gefährlicher Ball in die Tiefe. Und die Abwehr ist da. Sonst wäre es richtig gefährlich geworden. Oh, das ist ein sehr guter Ball hinter die Kette. Aber ich meine, dass Real Madrid echt eine gute Mannschaft ist. Ja, wissen wir. Wie stark sie bei FC 25 gemacht wurde, rein der Statistik halber, ist einfach abartig. Aus der Ecke wird nichts, ist geklärt. Digga, wie kannst du mir auf den Sack gehen? Ja. Mbappé. Kann er den verwerten? Jetzt einfach abspielen müssen, das ist schon 2-0. Ja. Du bist aber erst rübergelaufen und dann dachte ich, dann Ballei. So, und jetzt kommt hier. Guter Einsatz hier. Das war höchste Gefahr fürs Tor. Sehr gut, das Vorchecking. Weit vorne drauf gegangen. Festgehalten. Souverän. Guter Aktion. Alter, ey, ist das dein Ernst, ey? Das ist natürlich ein starker Ball in die Tiefe. Vinicius Junior. Mann! Die Situation ist noch heiß. Was ist denn das hier? Jetzt für ein. Ja, und dann. Ja, gut geklärt, Gefahr bereinigt. Alter, ey. Weil er stark einfach so lange drin braucht. Und da ist er völlig frei durch. Was macht er draus? Oh, gute Parade, aber geht noch weiter. Ja, da vorne ist er frei. Der passt Alter. In andere Richtung. Und Nico Schlotterbeck. Komm hier gar nicht mehr raus, Leute, wisst ihr das? Der ist für Rodrigo. Na, da bleibt sie hängen mit der Flanke. Alter, wisst ihr, wie scheiße das ist? Und für Rodrigo. Gut gemacht. Also Leute, wir überlegen uns ja immer, was wir so zocken. Und Real Dortmund war jetzt zum Beispiel eine der Alternativen. Haben wir gesagt, das ist natürlich rein von Ansätzen des Matches her. Oh, ganz interessant. Da hättest du mal Mandy da spielen lassen, ne? Hat er noch überlegt. Er sagte mit 82, da muss er was tun. Das ist so schlecht. Hier wieder auf Remy zu stellen. Und da müssen sie dranbleiben, noch nicht gut geklärt. Herr Bockert. Elfmeter. Ja, oh, Alter, was war denn das? Kommt, dann wird's hier gefährlich. Was meinst du? Wir wollen da, glaube ich, haben. Ja, sie stellen hier sehr gut zu. Aus der Flanke könnte was werden. Oh ja, das sah auf jeden Fall interessant aus, wie er den geklärt hat. Bei Werde, da sind sie dazwischen. Naja, und auf jeden Fall
Sagtest du denn? Naja, Real Dortmund muss man schon. Nächster Ballverlust schon. Alter, ob du brennst, Junge. Der ist für Rodrigo. Mbappé, finden Sie ihn. Ja, gefährliches Spiel, rote Karte, Junge. Egger. Es gibt Ecke. Ecke. Und Dortmund wechselt jetzt. Ja, und dann, das ist eine Glanzparade. Ja, Dortmund verliert hier den Ball. Oh, der ist gefährlich, super über die Kette. Oh ja, wie im Leerlauf zugemacht im Strafraum. Das war dumm. Karim Adeyemi. Und das war richtig wichtig, dass sie diesen Ballpass noch abfangen. Klasse Auge hier bewiesen. Ja, da ist vielleicht eine Chance zu kontern. Alter! Und da holt er den Ball. Mit ja, ganz easy, ey. Alter, ey, stark, den habe ich doch. Ball erobert. Vinicius Junior. Ja, Torwart ist da. Gute Parade. Junge, 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 Leute. Rächt sich irgendwann noch, das rächt sich sonst. Ist aber jetzt hier. Schwierig, muss ich mal so sagen. David Alaba. Super gespielt der Ball, ganz viel Übersicht. Ja, und seine Laufarbeit zahlt sich hier aus. Hoher Ballgewinn. Ja, der Angriff ist immer noch heiß. Der ist geklärt, aber noch nicht endgültig. Oh, ja, Madrid mit der Chance. Oh, Digga, Powerplay hier oder was? Alter. So, und jetzt der Eckball. Wie gut kommt er? Das bleibt nochmal heiß. Das ist die Chance für Vini Junior. Alter, doch nicht dahin, Junge. Und super, wie sie da vorne drauf gehen. Früh die Räume eng machen. Oh Gott. Ganz knapp kommt er oder was? Hallo. Oh. Junge, das regt sich noch. Das regt sich noch. Ich mach die Dinger nicht. Estadio Santiago, Da müssen wir einmal die Stats gucken. Das würde mich mal interessieren jetzt hier. Oh ja. Eben noch zu schnell gehen, könnt ihr Pause machen, ne? Wichtig, zurückspulen, Pause machen, angucken und dann von dort aus wieder weiterlaufen lassen. Nichts gibt mehr. Hoher Schuss, der Ball kommt gut. Und dann die Fahne hoch. Das ist schon alles tot bei mir, habe ich ja schon mal gesagt. Auch wenn es wirklich wahnsinnig knapp gewesen ist. Oh ja, mit ganz viel Einsatz. Etwas zu lang, das dürfte ein Ball für den Keeper sein. Bellingham. Bellingham. Der Hall. Oh ja, der war. Rüdiger. Nein! Ne, der Ball von Antonio Rüdiger ist weg. Der Hall. Ja, Passweg gut gespielt. Girassi. Na, leicht hergeschenkt mit diesem Pass. Also Jürgen, scheiße. Ja. Paul Rot. Alter, einfach den Ellbogen ins Gesicht. Nein. Den Stahlpass hat er sehr gut gespielt. Ein paar Zentimeter daneben. Alter. Was für ein Abschluss ist es gewesen? Ja, toll. Ich würde mich jetzt über ein zweites Tor einfach mal mehr freuen. Sollte reingehämmert werden. Julian Brandt. Den spielt er steil. Oh, das war natürlich richtig lecker gewesen. Nee. Zwei Paraden. Ach du. Okay, Jan, ich habe eine Vermutung, welche du besser fandst von den beiden. Du vermutest in diesem Fall natürlich richtig, Schmizo. Die erste Tat einfach nur herausragend gut. So, und jetzt drücken sie das Gaspedal durch. Mbappé hat die Möglichkeit. Ja, und da spiele ich zu dir wohl. Ja, sie gehen weit vorne drauf. Diggi!
Das mach ich doch! Das gibt's doch nicht! Das ist ja mit Kohl! Was passiert hier? Der Junior. Weiß nicht, ich habe mich selber verarscht, glaube ich. In die Füße des Gegners. Das ist ein guter Ball, da stehen genug Kollegen. Ja, dann doch keine Gefahr. Da stand einer da, der stand im Abseits. Der Torwart gefühlt so ein bisschen Danke. Ach, shit. Da hätte Vinicius Junior Platz auf aus. Mbappé. Der ist nicht drin, wie hält der den denn noch? Ja, jetzt frage ich mich gerade regelmäßig. Ja, kurz gespielt. Fede Valverde mit der Hereingabe. Das war ein bisschen zu wenig, bleibt gefährlich. Alter, weil er da straight rüberstratzt. Alter. Ach, der Mann. BVB hat seine Taktik etwas umgestellt. Sehr gut zu erkennen, wie hoch sie da jetzt positioniert sind. Die haben Lust auf Ballgewinne im letzten Drittel, denn dann ist der Weg zum Kasten natürlich kurz und dann Bellingham, steigen nimm die jetzt runter. Das ist was wird mit dem Torerfolg. Alaba. Gut gemacht, den Ball geholt. Der Freistoß für Real Madrid. Was? Wieso das denn? Ja, genau. Ja, das ist gut, wenn du so eine Ruhe ausstrahlst bei einem Freistoß und den sogar festhältst. Und wenn es jetzt schnell geht, dann Alter, was ist denn mit dem? Ja, der hat gefährlich werden können, der Konter. Spielen sie nicht. Das ist die Chance für Vini Junior. Ja, Gregor Abstoß. Geil. Der Schuss sah nicht schlecht aus, aber es ist Abseits. Und das spielt Achso. Ich habe meinen am Boden liegenden Spieler im Abseits angeschossen. Ja. Was stehst du da im Abseits rum? Ja. Ja, was stehst du da auch, Vidi, ey? Der BVB bringt frisches Personal. Brandt. Guter Ball, gute Idee. Das bleibt noch heiß, nicht gut geklärt. Ja, Abwehr kann durchatmen, wirklich, wirklich gefährlich. So, sehr gut angeboten, steht immer jemand frei. Jetzt wird es richtig gefährlich, allein vom Torwart. Ja. Den ihn keiner hinkriegt. Gar nichts los, Digga. Ich werde bekloppt hier. Marcel Sabitzer. Anton. Ant. Einwurf für Borussia Dortmund. Und Dortmund macht nochmal Druck. Geht hier noch was. Auf der allerletzten Rille. Ah, oh, guter Versuch. Der sieht nicht schlecht aus. Guter Versuch. Ja, und der war... Na, das war ein Gimmi für den Keeper, wenn wir ehrlich sind. Gibt hier den Vorteil, lässt laufen für Real Madrid. Nicht gehalten, Junge. Der Vorteil für Real Madrid, hast du gehört. Stimmt, ja. Will da raus aus dem Abseits, aber das klappt nicht so richtig. Ja, weil er das als, als Vorteilsnutzung sieht. Ja, sehr tolle Idee. Dami Benzebaini. Das ist ein guter Ball, da könnte was gehen. Jetzt ist der Ball bei Real. Das Problem ist, was ich habe. Na? Ich komme nicht vors Tor, weil dir jetzt alles zugestellt. Karvajal. Och Mann. Verlust von Real Madrid. Ah, der sieht nicht schlecht aus. Borussia Dortmund unterwegs. Am Langpfosten ist Rodrigo. Ach da Mann, ist es. Ja, ey, das ist doch Schmutz, Philipp. Das ist doch Schmutz. Ja, findest du? Ja. 2-0 steht hier und. Leute, spul doch nochmal zurück und dann bleibt sein Analyse. Also da schon kann ich finden. Hinter die Kette, gutes Auge. Niemand möchte, dass du jetzt hier noch den Lucky Punch in der letzten Minute machst. Ey, natürlich. Ja, Dortmund, Junge. Also, 2 Minuten zeigt die Schiedsrichterin an, die wird es oben drauf geben. Und jetzt wer denn da? Ja, der Ball kommt nicht schlecht. Ja, neu. Ja, ja, das war was ist das für ein Mensch?
hart war das, hart. Das meine ich Joe, sondern das war also so ein Brett. Am Ende noch das 2-0 gemacht, aber ein lange Angsthure betrieben. Unglaublich, was Kube auch rausgeholt hat, was ich neben das zugesetzt habe. Aber am Ende bleibt es beim 2-0. In der Hoffnung, dass Dortmund jetzt gerade parallel besser spielt. Drück den Daumen. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.